Moin und herzlich willkommen zur digitalen Azubi-Messe von Kampmann. Aktuell laufen die Bewerbungsfristen für über 20 Ausbildungsstellen und duale Studiengänge bei uns. Der perfekte Zeitpunkt also, um euch ein paar Einblicke, vor allen Dingen aber viele Gesichter von Kampmann vorzustellen. Ich bin Andi, seit 2 Jahren bei Kampmann und ich moderiere diese Runde nicht alleine. Ich habe Verstärkung, gleich vierfache Verstärkung. Leonie, Sebastian, Sina und Jakob, schön, dass ihr mir helft und dabei seid. Herzlich willkommen. Moin. Moin, moin. Wir wollen mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, damit die da draußen auch wissen, wer ihr eigentlich seid. Leonie, du sitzt so schön nah dran, mit dir starten wir. Wer bist du, was machst du eigentlich bei Kampmann? Ja, ich bin Leonie Lefers, ich bin 19 Jahre alt jetzt und im zweiten Jahr jetzt bei Kampmann in der Ausbildung und bin technische Produktdesignerin in der Ausbildung. Wie muss man sich das vorstellen? Du modellierst irgendwelche neuen Produkte, wie man das so bei Autoherstellern kennt? Oder? Ja, nicht ganz. Also viel am PC, also 2D- und 3D-Programme, mit denen wir arbeiten. Genau, und da. Das heißt, in Zukunft, wenn man sich so ein bisschen umsieht und so ein, zwei Geräte von Kampmann sieht, kann es sein, dass du da dann irgendwann mit dran mitgewirkt hast? Das ist möglich, ja. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Dich trifft man normalerweise wahrscheinlich im Blaumann. Meine Ausbildung hier als Mechatroniker und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Was heißt mit Mechatroniker genau? Also, ich mache halt Sachen mit Metall und Elektrik, also elektronische Sachen. Wir bauen dann komplexe Systeme aus elektrischen und mechanischen Dingen. Das heißt, die perfekte Kombination aus eben Elektrotechnik und was Handfestes machen mit Metall. Ganz genau. Perfekt. Sina, wie sieht es bei dir aus? Ja, genau. Ich bin Sina Oeding-Erdl und ich mache hier ein duales Studium bei Kampmann Richtung BWL. Und ich mache dann auch noch nebenbei die Ausbildung zur Industriekauffrau. Ah, super. Perfekt. Ja. Wir werden das nachher noch hören. Man durchläuft mehrere Bereiche. Wo bist du aktuell? Gerade bin ich in einer Perso. Und ja, davor war ich noch im Vertrieb. Genau. Also Personalabteilung, das perfekte Thema eigentlich für diese heutige Runde. Ja, genau. Auch, ne? Von daher. Das passt sehr gut. Sehr gut. Und zum Schluss Jakob. Du bist eigentlich hier ja eigentlich auch schon zu Hause. Wir senden aus dem Forschung- und Entwicklungscenter von Kampmann. Ja, das stimmt. Ich bin Jakob Schegler, ich bin 20, studiere hier Dual Wirtschaftsingenieurwesen. Jetzt im zweiten Lehrjahr, dritten Semester, auch mit der Ausbildung Visina zum Industriekaufmann dazu. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, bin ich hier im Moment in Forschung und Entwicklung, hier im FEC bei uns. Ja, es macht mir super viel Spaß. Perfekt. So, auf jeden Fall, du hast das neueste Gebäude. So, das heißt, besser geht's nicht. Aber, ne, alles frisch gestrichen und vor kurzem erst eingeweiht quasi. Ja, das stimmt. Das ist ganz cool hier. Ja, sehr gut. Also, wir merken schon zwei Ausbildungen, die wir haben. Auch das duale Studium, also alle vertreten. Wenn es euch da draußen jetzt so geht, dass ihr Kampmann noch gar nicht so richtig kennt, dann kommt der Einspieler jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Denn wir wollen euch erstmal, bevor wir hier weiterreden, sagen, was macht Kampmann eigentlich? Wir bei Kampmann sind die Experten für Raumklima. Deshalb lautet unser Motto auch genau mein Klima. Heizen, kühlen oder lüften, das ist es, worum es sich bei uns dreht. Unsere Geräte finden sich in Luxushotels, Bürogebäuden, auf Kreuzfahrtschiffen, in Flughäfen, Krankenhäusern oder in historischen Gebäuden. Und das sogar weltweit. Wir sind zwar international aufgestellt, aber in Lingen zu Hause. Hier arbeiten wir mit über 650 Kolleginnen daran, unsere Geräte mit zukunftsorientierter Ausstattung für unsere Kunden zu bauen und zu verkaufen. Neben der Produktion befindet sich auch die Verwaltung an der Friedrich-Ebert-Straße. Dazu gehören neben Vertrieb und Marketing auch die Personalabteilung, der Einkauf, die IT, das Produktmanagement, die Buchhaltung und viele mehr. Bei so vielen verschiedenen Unternehmensbereichen ist Teamwork gefragt. Und das wird bei Kampmann großgeschrieben. So stellen wir uns auch gemeinsam den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Und genau deswegen leisten wir mit unseren Luftreinigern und Schullüftungsgeräten einen wichtigen Beitrag zum Thema Lufthygiene. Aber damit nicht genug. In unserem hochmodernen Forschung- und Entwicklungscenter arbeiten wir stets daran, unsere Produkte noch nachhaltiger und umweltfreundlicher zu machen. Zum Beispiel durch Energieeinsparungen oder alternative Materialien. Bei Kampmann legen wir großen Wert darauf, dass wir uns weiterentwickeln können, damit wir uns schon heute für die Zukunft von morgen aufstellen. Deshalb stellen wir auch jedes Jahr Auszubildende in nahezu allen Unternehmensbereichen ein. Das hört sich gut für dich an? Dann pack es an! Weitere Azubi-Porträts und Einblicke ins Unternehmen findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Channel und auf der Website unter kampmann.de/karriere. So, wie sieht's bei euch aus? Mit welchen Erwartungen seid ihr denn ins Unternehmen gekommen? Habt euch irgendwo beworben? Sina, lass uns mal mit dir starten. Was waren so deine Anforderungen? Ich möchte immer in einem Unternehmen arbeiten, das das und das können muss.
Ja, genau. Also für mich war von Anfang an klar, dass ich gerne ein duales Studium machen möchte. Mhm. Und ja, danach habe ich dann auch gezielt gesucht. Und Kampmann hat mich eben auch überzeugt dadurch, dass es international ist. Das finde ich ganz spannend, weil dann hat man auch noch mal auch für später mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, da lernt man auch vieles noch kennen. Also dann auch im Austausch mit anderen Ländern. Und ich glaube, das ist auch so, da sammelt man sehr viele Erfahrungen auch. Ja, und das habe ich auch zum Beispiel im Vertrieb schon gesehen. Dann Kampmann UK und... Ja, hast du so ein Lieblingsland, also lieber Europa oder in UK hast du gesagt, oder kannst du auch Nordamerika werden vielleicht, wenn man mal irgendwie vielleicht ja. ein bisschen Fühle ausstrecken würdest? Nee, ein Lieblingsland würde ich jetzt sagen, habe ich noch nicht, aber doch, ich finde, das reizt einen schon. Englischsprachig wäre natürlich super. Ja, okay. Ja. Sebastian, wie war es bei dir? Du wolltest irgendwas anpacken, aber auch ein bisschen was mit Elektro machen und dann kam der Mechatroniker? Oder wie bist du da so, auf will jeden ich sagen, Fall. Reingeraten? Also du hast es dir bewusst ausgesucht. Auf jeden Fall. Also ich war durch dieses Elektrische, also das Elektronische und dann halt auch das Mechanische, halt Metallbearbeitung. Ja, das hat mich halt gereizt und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht genau das Richtige und bereut habe ich es bis jetzt nicht. Genau, und halt mitbekommen, dass wir hier ein gutes Arbeitsklima haben, was ich auch nur bestätigen kann. Das zeigt uns die Runde schon. Ne? Wir haben gerade gesagt, dass die Kamera während des Einspielers von wegen, ne? Auch die Runde zeigt schon so, man kann sich zusammensetzen. Das ist sehr schön. Hast du dir schon über Gedanken gemacht, wie es dann vielleicht auch mal weitergeht? Also war es für dich auch wichtig, wo die Reise bei Kampmann auch irgendwo hingehen kann? Also nicht nur die Ausbildung und dann tschüss, sondern dass es auch einen Schritt weitergehen kann? Genau. Also man kann ja hier danach auf jeden Fall auch weitermachen und sich auch weiterbilden. Genau. Und ja, ich möchte vielleicht noch den Techniker dann machen. Ja. Genau. Von daher der Plan steht. Genau. Sehr gut. Leonie, wie war es bei dir als technische Produktdesignerin? Ich frage mich so ein bisschen, wie man da reinkommt. Das stellt man ich auch. Sich dann irgendwie vor, so von wegen, ja, ich möchte gerne an Produkten mitdesignen und irgendwie. Ja, also bei mir war das eigentlich so, dass ich schon immer so ein bisschen die technische Richtung im Auge hatte. Also so Sprachen zum Beispiel ist jetzt eher nicht meins. Ja, ja, habe halt viel dann früh angefangen, Berufsorientierung, Sachen mitgemacht, Praktikas gemacht. Hier dann nämlich dann auch mal eins gemacht und ja, es hat alles gepasst. Also ich fand es sehr gut und dann. Weißt du noch, also, wann du das erste Mal von Kampmann gehört hast? Ja, meine Schwester arbeitet hier. Ja, okay, krass. Genau, und die hat immer schon ein bisschen so das beworben und ich war so, ja, nee, komm, das wird eh nicht passieren, dass ich hier jetzt auch noch... Ich will auch nicht in einem Unternehmen mit der Schwester arbeiten. Und so. Ja, und dann kam es halt doch so. Ja gut, aber die hat dir natürlich dann aber auch die Infos gegeben, so ohne nichts geschönigt, ne? Also ja, keine, ja. Ich sage jetzt keinen Marketing-Satz oder so, sondern die hat dir wirklich gesagt, wie es aussieht. Ne? Ja. Hat sie dich überzeugt, sehr gut. Jakob, bei dir ist es, du wohnst in Osnabrück, bist am Wochenende immer da und ja, nimmst den Weg dann in der Woche quasi immer auf dich und kommst nach Lingen. Warum denn Lingen dann? Ja, das ist ja so, ich mache auch ein duales Studium und das heißt, zur Hochschulphase muss ich eh hier nach Lingen kommen, weil die ja hier am Campus Lingen dann die Vorlesungen sind. Und dann dachte ich halt, ja, irgendwie brauchst du dann für 3 Monate immer eine Wohnung und dann immer wieder einen Partner suchen, der die dann für die nächsten 3 Monate nimmt und so. Und dann habe ich gedacht, so ja, guck doch einfach mal, was in Lingen so für Unternehmen sind und dann nimmst du halt Vollzeit da eine Wohnung. Ja, und wenn man in Lingen guckt, welche Firmen so duale Studiengänge anbieten, dann kommt man ja relativ schnell auf Kampmann. Und so bin ich dann hier aufs duale Studium gekommen. Sehr gut. Und Sebastian hat schon gesagt, nicht bereut. Du fühlst dich auch noch nicht bereut. Ja, bisher noch nicht bereut, ne. Sehr gut. Sebastian, dich haben wir rausgesucht, weil die meisten unserer Ausbildungsstellen eben in die Produktion gehen dann, also quasi deine KollegInnen, die du da ja, von blau zu blau quasi nachher jeden Tag siehst. Ja. Und haben dich mal einen Tag begleitet. Das wollen wir auch euch zeigen. Ein Tag mit Sebastian. Moin. Ja, ist kurz vor 7, gleiches Arbeitsbeginn. Ich gehe mich jetzt schnell umziehen und ziehe mir meinen Blaumann an. Ja, momentan bin ich auf Werksrundgang, werde momentan in der Instandhaltung eingesetzt und bin überall da, wo was repariert oder gewartet werden muss. Ja, hier bei dieser Tür würde ich jetzt einen neuen Schlossriegel einbauen. Das ist ganz provisorisch hier noch, einfach mit einer normalen Gewindestange gelöst. Und da würde ich jetzt gucken, wie ich sowas am besten anbringen kann. Genau, und dann das Ganze umsetzen. Ich habe jetzt gerade die Maße genommen, die ich dann für meinen Schlossriegel brauche und werde das Ganze jetzt an der automatischen Blechschere zuschneiden.
Alles klar, unsere Arbeiten haben wir jetzt hier erledigt. Wir haben unser Teil gebogen, gebohrt und angebracht. Und ein kurzer Blick auf die Uhr verrät mir, es ist auch Zeit für die Mittagspause. Also, wir sehen uns wieder. Ja, das Mittagessen hat gut geschmeckt. Jetzt geht's hier weiter. Ich kümmere mich ein bisschen um meine Zwischenprüfung. Hier im Unternehmen wird einem auch sehr viel Zeit für die Zwischenprüfung geboten, um sich darauf vorzubereiten, sowohl praktisch als auch theoretisch. Wir gehen hier alte Prüfungen durch, bauen die für uns auf, um uns perfekt für die Prüfung vorbereiten zu können. Das Ganze veranschaulicht auch sehr gut, was der Mechatroniker eigentlich macht. Wir haben einen elektrischen Teil, dann haben wir einen mechanischen Teil, wo wir Sachen bohren müssen, sägen müssen, feilen müssen. Und wir haben halt auch noch einen Teil, wo wir programmieren müssen, also Informationstechnik. Das war ein kleiner Einblick in meinen Arbeitsalltag. Jetzt ist es gleich 3:15 Uhr. Ich bin seit 7 Uhr hier. Heißt für mich Feierabend und den werde ich genießen. Ich habe es euch gerade schon mal gesagt, jetzt nochmal, ihr findet weitere Azubi-Porträts und ganz viele Einblicke ins Unternehmen, vor allen Dingen auf unserem Instagram-Channel in den Highlights oder in unserem Instagram-TV-Channel. Stöbert mal durch, da kann man ein paar Minuten verbringen. Und wir haben auch noch ein paar Minuten und die wollen wir nutzen. Wir haben gerade den Tag von Sebastian gesehen. Sina, bei dir sieht wahrscheinlich der Tagesablauf ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen auch, weil du dir keinen Blaumann anziehst, sondern ganz normal quasi kommst. Ja, bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich bin die meiste Zeit am PC eigentlich. Und ja, je nachdem, wo ich dann gerade eingesetzt bin, ich hatte ja gerade schon gesagt, gerade bin ich in der Personalabteilung. Da habe ich dann auch noch so ein kleines Projekt, was ich mache. Ich war ja auch im Vertrieb schon, da hat man natürlich ganz andere Aufgaben. Viel im Kundenkontakt, viel telefoniert und auch viel Angebote geschrieben oder Aufträge. Also das ist echt ganz unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade dann eingesetzt bist. Ja, hilft dir das weiter, dass du so durch alle Abteilungen mal durch? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt dann so, was einem Spaß macht oder was einem vielleicht auch nicht so gut liegt. Genau. Ja, und auch für später dann, damit man weiß, in welche Richtung man geht, hilft das auf jeden Fall sehr. Sehr gut. Jakob, du forschst an den Sachen von morgen, hätte ich fast gesagt. Aber zumindest so bist du dicht an den Geräten dran, weil du gerade eben in der Forschung und Entwicklung tätig bist, hier im großen FEC. Was sind deine Projekte gerade? Wo bist du mit dran? Wo hilfst du mit? Gerade sind wir so dabei, wir haben ja unsere Vencons. Und wenn die im Kanalsystem eingebaut werden, kann man halt auch Schalldämpfer davor machen, dass die halt nicht ganz so laut sind. So im Hotel oder so, wenn es darum geht, möglichst leise zu sein. Und die wurden jetzt halt neu entworfen und jetzt geht's halt darum, letzte Woche habe ich dann gemessen, was für Druckverluste entwickeln die so. Und jetzt gerade sind wir so in den Schallmessungen. Das heißt, teilweise sind wir im Schalltotenraum, im Labor da hinten. Wenn man da drin ist, denkt man, wo ist man da gelandet? Man hört gar nichts mehr, gar keinen Schall, spürt den eigenen Schlag. Das ist echt ein bisschen verrückt so. Genau. Also wenn du jetzt mit mir reden würdest, wäre das so, als ob ich hier einfach nur so einen Kopfhörer drin hätte, weil von der Wand halt nichts zurückkommt. Ja. Das ist ganz cool und im schallharten Raum da vorne sind wir auch oft. Das ist das komplette Gegenteil. Da wird so ein Rauschen, glaube ich, erzeugt oder irgendwie das Gerät und dann denkst du so, oh Gott. Ja, genau. Und da helfe ich halt so mit, habe meinen eigenen Prüfling. Mir wurde einmal gezeigt, worauf kommt es an bei den Messungen. Und dann mache ich den Messaufbau, muss immer mit Fotos dokumentieren, nehme dann die Messwerte und hinterher wird das dann irgendwie zusammen ausgewertet. Das ist so das, was ich im Moment hier mache. Ja, perfekt. Leonie, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch in mehreren Abteilungen dann erstmal durchlaufen oder wie ist das bei dir? Also viel in der Konstruktion, aber bei mir war das zum Beispiel so, ich war 3 Monate lang in der Fertigung, also überall mal in den Hallen, damit ich auch sehe, wie das gebaut wird. Wie die Geräte würde ich genau, gebaut werden. Genau, selber montiert an, und so, schweißen, löten, sowas. Hast du das alles gelernt? Ja, also mal ausprobiert, so, ja, ne? Genau. Dass man einfach mal sieht, worauf man achten muss, bei der Konstruktion zum Beispiel auch mit den Nähten, also wie das geschweißt wird und sowas und wie das montiert wird, dass man das immer gesehen hat. Wie würdest du das einschätzen, dass man das so von der Pike lernt? Wie hilft das nachher einfach? Ja, absolut. Allein auch schon, dass man sieht, wie die Geräte wirklich aufgebaut sind und so. Beim Zeichnen vorher hat man halt, klar, man sieht das in 3D und so und wir haben ja auch Ausstellungsmodelle, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man dann selber mal dabei war. Genau. Ja.
Hast du ein, kann man das sagen, gibt es ein Lieblingsprodukt oder so, wo du sagst, das ist besonders gut gelöst oder da arbeitest du gerne dran? Also ich habe eigentlich hauptsächlich mit Bodenkanälen zu tun, deswegen würde ich jetzt so sagen. Ich glaube, das kann man auch mit am bekanntesten für so Unterflurkonvektoren. So. Das wird dem einen oder anderen draußen vielleicht nicht sagen, aber Bodenkanäle sind so. Die sind übrigens auch dann in Elbphilharmonie in Hamburg sind die verbaut zum Beispiel. Ja. Letztens noch vorbeigefahren, gesagt so, ja, guck mal, die ist auch Kampfmann verbaut, das ist auch mal super. Ja. Ne, von daher. Okay, vielen Dank. Wir haben euch schon ein bisschen kennengelernt, ihr habt so ein bisschen erzählt. Wir wollen gleich nochmal einen kleinen Abschluss machen. Auch so vielleicht die Empfehlung von euch an die Future-Auszubildenden da draußen, warum man denn die Ausbildung bei Kampmann machen würde. Eine Abteilung, oder die ihr auch alle kennengelernt habt, haben wir noch nicht vorgestellt. Das ist eben unsere Personalabteilung, Tanja und Sonja. Und die haben ein paar Hard Facts, die wir eigentlich auch noch... Wir wollen sagen, dass Kampmann cool ist, ohne zu sagen, dass Kampmann cool ist. Und das machen wir am besten mit Tanja und Sonja. Also bitteschön. Wir sind eure Ansprechpartner aus der Personalabteilung, wenn es ums Thema Ausbildung oder duales Studium geht. Bevor wir euch jetzt allerdings aus der theoretischen Brille ein paar Einblicke geben, möchten wir ein paar praktische Eindrücke vermitteln. Deshalb haben wir unsere Ausbilder gefragt, was macht die Ausbildung bei Kampmann aus? Die Ausbildung bei Kampmann ist super vielfältig. Gerade im dualen Studium, was ich selber hier bei Kampmann auch gemacht habe, sieht man ganz viele unterschiedliche Abteilungen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Firma. Dadurch kriegt man ein super Verständnis von allen Prozessen in der Firma und insgesamt auch von der Firma an sich. Die Theorie ist das eine, aber die Praxis nochmal das andere. Und daher sind wir hier genau richtig, um dann einfach mal den Bezug zur Praxis zu bekommen. Die Ausbildung bei Kampmann macht aus, dass wir dementsprechend nicht nur theoretisch alles umsetzen, sondern dementsprechend auch den Praxisbezug finden. Von Anfang bis zum Ende werden wir ein Produkt komplett mitverfolgen und auch mitentwickeln, mit aufbauen und mit prüfen, damit wir halt dementsprechend einen super Praxisbezug zu den Produkten bekommen. Die Ausbildung bei Kampmann ist deswegen gut, weil wir Kaufleute einen weiten Einblick in jegliche Prozesse erhalten, von der Beschaffung bis zum Absatz, sowie betreuen wir internationale Projekte europaweit sowie auf dem nordamerikanischen Markt. Was macht die Ausbildung hier bei Kampmann aus? Also wir haben für jeden Auszubildenden ein offenes Ohr. In der Grundausbildung sind wir immer nah an den Auszubildenden. Die lernen hier die praktischen Aufgaben halt eben schon von der Pike auf an. Und wir sind immer nah mit dabei, dass halt eben diese Grundkenntnisse auch vernünftig vermittelt bekommen. Ja, und mich freut das, dass viele von den Auszubildenden nach der Ausbildung übernommen werden. Eine Ausbildung bei Kampmann bedeutet, dass Sie in einem familiengeführten Unternehmen tätig sein werden. Sie werden in Ihrer Ausbildung auch viele Kollegen treffen, die mit einer Ausbildung irgendwann mal hier begonnen haben und schon 35, 40 Jahre hier tätig sind und ihren Weg in unserem Unternehmen gemacht haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass bei Kampmann ein nachhaltiges Geschäftsmodell existiert, dass wir lange am Markt erfolgreich sind und dass wir das auch in Zukunft sein werden. Dafür können wir hier sagen, stehen wir, und das werden wir mit Ihnen gemeinsam in Zukunft fortsetzen können. Also wie wir schon gehört haben, langweilig wird es bei uns nicht, vor allen Dingen, weil man nicht alleine ist. Ganz genau. Beispielsweise haben wir aktuell bei uns 65 Auszubildende und duale Studierende eingesetzt. Das heißt, ihr seid auf gar keinen Fall alleine. Zudem haben wir die 35-Stunden-Woche bei uns und 30 Tage Urlaub im Jahr, was viel Möglichkeiten für Freizeit und Sport lässt. Genau, viele von euch sind ja vielleicht im Sportverein, spielen Fußball oder vielleicht auch ein Instrument. Und da ist es wirklich schon schön, wenn man von montags bis donnerstags schon um 3:45 Feierabend hat und am Freitag sogar schon um 12:50. Außerdem vergüten wir die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr bereits mit 1.000 Euro, was einem viele Möglichkeiten bietet, gerade selbstständig zu sein und nicht mehr auf die Eltern angewiesen zu sein. Ja, zum Beispiel, wenn man vorhat, sich ein Auto zu kaufen oder vielleicht auch schon in die eigene Wohnung einziehen möchte oder einfach mal nicht schnorren muss, wenn man abends mal auf Party gehen möchte.
Auch das Thema Gesundheit ist für uns und unsere Mitarbeiter von ganz hoher Relevanz. Deswegen bieten wir das Thema Qualitrain beispielsweise an, als eine Möglichkeit, sich fit und gesund zu halten. Zudem bieten wir unseren Auszubildenden im Vorfeld ein Mentoring-Programm an, dass unsere Auszubildenden sich im Vorfeld bereits mit den neuen Auszubildenden in Verbindung setzen und sie Fragen sowohl privat als auch rund um die Firma stellen können. Genau, und nicht nur das persönliche Kontakt ist uns wichtig, sondern natürlich auch der fachliche. Und wie auch schon unsere Ausbilder gesagt haben, werden die Auszubildenden und Dualstudierenden wirklich super und konkret auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet, sodass da eigentlich nichts schiefgehen kann. Ja, das waren so ein bisschen die harten Fakten zur Ausbildung bei Kampmann. Und wir wollen natürlich jetzt gucken, passt das denn auch so? Ja, der kleine Realitätscheck, ja, das, was Tanja und Sonja gesagt haben, ist das denn auch so? Leonie, 35-Stunden-Woche und 30 Tage Urlaub heißt ein bisschen mehr Freizeit als sonst. Passt das? Das passt, ja. Also ich zum Beispiel reite, also so 2-3 Mal die Woche mindestens am Stall und das kriegt man gut alles unter einem Hut. Das klappt. Wenn man ein bisschen früher zu Hause ist, ne? Du hast noch ein bisschen Fahrtweg, glaube ich, halbe Stunde fährst du. Genau, zu Hause, halbe Stunde fahre ich mindestens. Genau, dann kann man direkt los oder auch nicht. Man hat noch genug Zeit, ja. Perfekt. So, Klassiker Sportverein, ich weiß gar nicht, wer ist. Ja. Ihr beide wart im Sportverein tätig. Ja, genau. Sina Handball zum Beispiel, da ist das ja auch, wenn man irgendwie in der Woche trainiert, am Wochenende ein Spiel hat, passt perfekt. Ja, das passt echt sehr gut. Hat man genug Zeit, noch abends zum Training zu gehen und sehr gut. Sehr viel Freizeit. Ja. Müssen wir mal gucken, wir haben, glaube ich, 3 Grafschafter hier sitzen. So, ne? Alle ein eigenes Auto? Ja, genau. Und das heißt, alle eigene Kohle, um das Auto nachher auch zu bewegen zu können. Ich meine, Sprit etc. braucht man ja auch. Ja. Gut. Wie ist das bei dir? War das so irgendwie für dich klar, dass du auf jeden Fall direkt ein eigenes Auto haben willst? Ja, auf jeden Fall. Also man fährt schon mit Fahrgemeinschaften, wenn sich das anbietet. Aber ja, ein Auto ist dann natürlich schon wichtig. Genau. Und ja, wenn man dann immer gucken muss, dass man irgendwie von den Eltern das Auto bekommen kann, ist es natürlich auch schwierig. Da macht ein eigenes Auto dann natürlich schon Sinn. Okay, und dann ist das Geld, was man nachher auf dem Konto hat, nicht ganz unausschlaggebend dafür. So sieht's aus. Perfekt. Jakob, bei dir sieht's so aus, du bist Student, kommst aus Osnabrück eigentlich, bist die Woche über hier. Das heißt, eigene Wohnung war für dich, du hast es ja gerade schon mal gesagt, auf jeden Fall safe, das musst du haben hier in Lingen. Funktioniert auch hervorragend. Ja, also ich habe hier eine WG mit 2 anderen dualen Studenten. Auch bei Kampmann? Nee, nicht bei Kampmann. Also ich dachte, so ein anderen Unternehmen, noch, auch andere Studiengänge, also von daher sind wir eine gemischte Truppe. Ja, ist natürlich super entspannt, wenn man auch dann genug Geld hat, um sich das leisten zu können, hier eine Wohnung zu haben. Dann mit der 35-Stunden-Woche ist natürlich auch super. Ich fahre freitags immer nach Hause. Mhm. Ist natürlich schön, wenn man dann mittags schon Feierabend hat, dann ins Hoch und auch relativ früh zu Hause ist. Dann hast du den Freitag einfach noch, ne? Dann habe ich den Freitag einfach noch und ich bin dann ungefähr dann zu Hause, wenn die anderen, die in Osna arbeiten, Feierabend haben. Also passt das immer ganz gut. Also von daher. Das ist echt top. Wenn du jetzt am WG-Tisch sitzen würdest, ja, und du hast deine Kollegen da an den Studiengängen und die fragen dich, Jakob, warum denn Kampmann so? Ne? Und das wollen wir jetzt ein bisschen vielleicht so damit das abschließen, was denn eure Empfehlung wäre. Ne? Wieder, wir wollen sagen, dass es passt, ohne zu sagen, dass es wirklich passt. Aber was wäre so deine Empfehlung? Du sitzt abends auf einem kühlen Getränk mit deinen Kollegen am Tisch. Was würdest du denen sagen? Warum Kampmann? Ja, also ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich denen sagen würde, ich kann es denen voll empfehlen. Also es ist super flexibel irgendwie. Je nachdem, in welcher Abteilung ich bin. Manchmal sitze ich im Vertrieb und schreibe den ganzen Tag Angebote. Manchmal bin ich hier und schraube auf einmal an irgendwelchen Ventilatoren oder so. Auch so einen Standardtag gibt es einfach nicht. So, ich komme hier morgens hin und dann wird gesagt, heute machen wir das und das. Also es ist super vielseitig und genau das habe ich mir auch so erhofft. Und von daher kann ich es echt vollstens empfehlen. Sina, was wäre dein Hauptargument für sagen Kampmann? Ich finde auch, also am ersten Tag, als wir hier ankamen, wurde einem direkt so unter die Arme gegriffen und man kann immer eigentlich alle fragen, wenn man irgendwelche Fragen hat und auch ja, die Personalabteilung hilft einem da gerne. Ich finde auch, dass das ja, dadurch, dass wir trotzdem so ein großes Unternehmen sind, hat man irgendwie trotzdem das Gefühl, dass man gut aufgehoben ist und jeden fragen kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder so. Also du rutschst nicht irgendwie unterm Radar irgendwo und bist vergessen, sondern genau. Ist immer jemand da, der irgendwo da steht, ne? Sebastian, wie war denn der erste Tag hier so? Sina hat gerade gesagt, man wird direkt irgendwie empfangen, unter die Arme gegriffen. Erinnerst du dich noch? Du bist 2019 dann angefangen, kommst jetzt in dein drittes Lehrjahr. Genau. Wie war das da 2019? Also bei uns war das erstmal so, dass wir uns vorher, bevor wir überhaupt hier den ersten Tag hatten, schon mal kennengelernt haben mit ein paar Azubis. Da waren wir Bohlen. Genau, und daher kannte man schon mal ein paar Gesichter. Ja, und am ersten Tag wurde man dann hier mal rundgeführt. Einem wurden die Dinge erklärt.
Genau, und irgendwann ist man dann im Laufe des Tages dann in seine Abteilung gekommen, wo man dann erstmal den Ausbilder kennengelernt hat. Genau, und dann die ersten Sachen gezeigt worden sind. Klar war da auch noch die Anprobe von den Blaumännern und Sicherheitsschuhe. Genau. Aber doch, man wurde auf jeden Fall langsam rangeführt, erstmal alles kennenlernen, alles wurde einem gezeigt. Ja. War super. Leonie, bei dir war es ein bisschen anders. 2020, Corona, das heißt, das erste Kennenlernen war dann nicht vor Ort hier, sondern erstmal digital wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, wir wurden auch am ersten Tag dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Also erst die eine Gruppe, dann die andere. Es war alles halt ein bisschen anders. Aber trotzdem ist das so, dass man hier wohl schnell den Anschluss findet und alles, also man wird von allen unterstützt, man kann immer zu allen hingehen. Also da liegt jetzt nicht das Problem und auch jetzt von der Abteilung zum Beispiel. Ich würde sagen, die Treffen werden jetzt nachgeholt. Genau, oder? Ja, von der Abteilung machen wir jetzt diesen Freitag was zusammen, also Fahrradtour nach der Arbeit und ja. Dann, genau, ja, doch. Ja, wenn man dann mal ein Kaltgetränk sogar noch nach der Arbeit mit den Kollegen trinken kann, dann ist das ja, kann das ja nicht ganz verkehrt sein. Nee, das ist so. Sehr gut. Vielen Dank, ihr vier. Ja, das wäre sehr schön. Ich hoffe, ihr draußen konntet ein bisschen kleinen Einblick kriegen, dass das hier gar nicht so verkehrt ist bei Kampmann. Ja, von daher vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja, herzlichen Dank. Und für euch draußen der Hinweis, wenn ihr euch bewerben wollt und der Meinung seid, Kampmann soll es sein, dann könnt ihr das jetzt ganz einfach machen. Ihr könnt euch online bewerben. Der Bewerbungsprozess ist super easy. Ihr schickt eure Daten hin und dann meldet sich sofort jemand zurück und dann geht die Reise los. Auf kampmann.de/karriere findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Ich habe den Instagram-Channel angesprochen, da werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen immer noch viel Content streuen, wo ihr euch nochmal überzeugen könnt, dass das bei Kampmann die richtige Sache ist. Und ansonsten würde ich sagen, pack es an. Das ist unser Motto neben Genau mein Klima. Packt es an, bewerbt euch, macht was draus.